Hallo zusammen und willkommen zu meinem Special zu Anvil of Dawn. Ja, bevor ich das Spiel überhaupt schon durchgespielt hatte, hat mir ein Vöglein gezwitschert, dass es ein alternatives Ende gibt und das wollen wir doch jetzt mal nachholen. Also laden wir das Ende und müssen jetzt vor dem Kriegsherrn weglaufen. Also nein, eigentlich müssten wir nicht weglaufen, eigentlich müssten wir jetzt einen Gegenstand anziehen, den wir aber, soweit ich weiß, gar nicht haben. Das hätte ich eigentlich mal nachgucken können. Und zwar ist das eine Krone aus Laub. Ja, klingt komisch, ist aber so. Wo ist unsere Questkiste? Nein, das ist unsere Magiekiste. Hier. Das ist der Baskenhut. Nee, scheinen wir nicht zu haben. Den sollen wir bekommen haben beim Tempel der Erde. Also wo wir diese vier Eierhälften in die Altäre reingetan haben und dann ging das Auge der Erde auf. Ah, und hier müssen wir durch das unsichtbare Labyrinth durch. Krummel, krummel, krummel. Also ja, wir haben jetzt einen recht langen Trip vor uns. Den Weg zurück werde ich dann wahrscheinlich off-camera machen. Da will ich nicht hin. Ich will hier raus. Ich will doch nur hier raus. Ja, das finde ich wirklich schlecht gelöst ganz am Ende. Ich meine, wenn man sich schon so weit durch das Spiel durchgekämpft hat, dass man jetzt am Ende noch hier bei so einem Rätsel hängen bleibt, wo man einfach nur immer die Wände abklappern muss. Das nimmt ein bisschen so das Epische an dem Spiel. Aber gut. Also wir sind jetzt bei dem Amboss der Dämmerung. Dann müssen wir jetzt gleich durch den Feuerberg durch. Dann müssen wir durch die Burg des Bösen. Von der Burg des Bösen aus müssen wir jetzt zu dem Podest. Und vom Podest kommen wir, glaube ich, zum Auge der Erde. Hieß das eigentlich so? Also wir sind jetzt da. Dadurch, dadurch, dadurch. Ah, durch die Titanen müssen wir auch noch durch. Und durch die Felsenfestung. Und überhaupt. Und da müssen wir dann nachher hin. Also ja, ich glaube, ich mache das denn jetzt doch auch schon off-camera. Denn so viel zu reden über das Spiel habe ich jetzt momentan auch nicht wirklich. Also gut, ich mache jetzt einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir beim Auge der Erde sind. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und das war ein echter Höllentrip. Also angefangen haben wir hier hinten sind dadurch, darum, 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 darum bis zum Podest. Dann mussten wir aber auch in der Burg des Bösen in den richtigen Teleporter reinspringen, damit wir da wieder rauskommen, durch den Titan durch. Da gibt es gar keine Abkürzung, also ich musste durch den ganzen Titan einmal wieder hoch und runter laufen. Dann wollte ich hier durch die Burg, aber da war das Tor wieder buggy, also musste ich durch das Schilf durch, musste dann hier wieder auf den Baum springen. Musste hier durch die unterirdische Stadt, dann nach Westen durch und dann hier lang. Das war echt übel, hat richtig lang gedauert. Aber gut, wir sind jetzt unten beim Auge der Erde. Und wenn man sich hier dann nach links dreht, sieht man da so einen Typen vorlucken. Den haben wir übersehen damals. Und den müssen wir jetzt ansprechen. Ihr habt euch aber eine öde Gegend als Versteck ausgesucht. Glaubt ihr? Und wenn ich mich gar nicht verstecke? Das würde das Erscheinungsbild dieses Ortes auch nicht verändern. Früher ließ das Grün diesen Ort wie einen Edelstein erstrahlen. Soll das heißen, dass diese Säulen einmal Bäume gewesen sind? Das nicht. Aber der Stein war von strahlendem Grün und dazwischen wuchs weiches Gras. Bäume, Büsche und Blumen. Alles lebte in Einklang mit dem Stein. Hier war die dunkle Hand des Kriegsherrn am Werk. Dieser Kriegsherr. Ich komme gegen seine Magie nicht an. Das glaube ich auch nicht. Er ist dabei, ganz Tempest zu zerstören. Trotzdem habe ich versucht, diesen Steinen und dem Boden wieder Leben einzuhauchen. Ihr habt nichts von einem Krieger an euch. Das beweist euren Mut. Und ich hielt euch eher für einen Pilger oder jemanden, der eine heilige Mission zu erfüllen hat. Habt ihr denn vor gar nichts Angst? Nur, dass ich eines Tages meine Heilkraft verlieren könnte. Oder die einzige Gabe, die ich habe, der falschen Person zu schenken. Warum erwähnt ihr diese Gabe überhaupt, wenn ihr so besorgt seid? Weil ich sie euch zuteil werden lassen möchte. So wie ich gesunde von kranken Pflanzen unterscheiden kann, erkenne ich auch das Gute im Menschen. Gilt das auch für mich? Ich kann erkennen, wer den Kriegsherrn besiegen wird. Ich habe etwas für euch. Es ist vielleicht das letzte seiner Art.
Früher trugen Fürsten und Generäle dergleichen, wenn sie in die Schlacht gingen. Wenn euch der Tod ereilt, wird euer Körper jenen entzogen, die ihn entehren wollen. Ich verstehe. Wenn ich sterbe, kann niemand meine Leiche finden, um sie vielleicht zu zerstückeln. Ihr klingt enttäuscht. Wollt ihr keinen geheiligten Kranz aus alten Blättern? Doch, natürlich. Hab Dank. Ich werde gewiss eine gute Verwendung für dieses schöne Geschenk finden. Ja, das klingt schon mal recht komisch. Ihr seid also ein Heiler. Was kosten eure Dienste? Gar nichts. Wollt ihr geheilt werden? Gesundheit ist kostbar, auch wenn die Heilung kostenlos ist. Ich nehme euer Angebot an. Eine kluge Entscheidung, aber das habe ich bereits vorausgesehen. Und die Wunden sind weg. Gut programmiert. Führt eure Reise euch vielleicht zum Auge der Erde? Möglicherweise. Warum fragt ihr? Es führt zum Heiligtum und zum Rat der Erde. Es heißt, sie könnten dort Gedanken lesen und ihre unerschöpfliche Weisheit sei Hilfe für alle, die in Not geraten sind. Wie weit ist es bis zum Heiligtum, vom Auge der Erde aus gesehen? So nah wie die Altäre, die euch dorthin bringen. Sonne, Mond und Äquinoktikum. Es ist ein Rätsel, aber auch die einzige Antwort, die ich geben kann. Ihr bleibt am besten im Schutz dieser Säulen. Ich muss jetzt weiterziehen. Mir ist dieser Ort so lieb und teuer wie das Heiligtum selbst. Ja, und dieser versteckte Charakter, den hätte man wahrscheinlich finden müssen, bevor wir diese ganze Sache mit den Altären gemacht haben. Und dieser Lorbeerkranz, der komischerweise am Hals getragen wird und nicht auf dem Kopf, der soll jetzt wichtig sein für das alternative Ende. Das heißt, ich werde jetzt diesen ganzen doofen Weg nochmal zurückgehen, ganz bis zum Amboss der Dämmerung. Und da werden wir dann hoffentlich gleich das andere Ende sehen. Also bis gleich. Oh, nach einem ziemlich langen Trip sind wir jetzt zurück im Amboss der Dämmerung. Und ich laufe jetzt einfach mal bis zum Kriegsherrn. Dann werde ich Seelenverschmelzung zaubern, sicherstellen, dass wir dieses Lorbeer-Dingens da anhaben und dann wieder runterspringen. Und dann kommt hoffentlich das neue Ende. Wenn nicht, dann müssen wir vielleicht noch ein paar Dialogoptionen ausprobieren. So, Kriegsherr hat nichts Neues zu sagen, wäre auch komisch gewesen. So, kann man das noch irgendwie anders anziehen auf dem Kopf oder so? Nee. Geheiligter Kranz aus alten Blättern. Na gut, Seelenverschmelzung. Und runter da. Vor vielen Monaten zogen 5 tapfere Helden durch ein vertrocknetes Land. Nun ist der Würgegriff des Kriegsherrn schwächer geworden. Ah. Die Heere des Kriegsherrn befinden sich überall auf dem Rückzug. Noch nie zuvor in der Geschichte von Tempest hat das Volk einem einzigen Helden so viel Dank geschuldet. Nichts, das wir in diesem Leben kennengelernt haben, gleicht eurem Mut und eurer Willenskraft, mit deren Hilfe ihr dieser Bedrohung die Stirn geboten habt. Ganz Tempest schuldet euch großen Dank. Die Untaten des Kriegsherrn sollen aus unserer Erinnerung gestrichen werden. Ihr und eure Heldentaten jedoch werden für immer einen Platz in unseren Herzen haben. Das gelobe ich. Ja, das ist schon eher das epische Ende, das man so im Kopf hat. Nicht, der Held ist tot. Score, fertig. Ja, schick. Hätten wir das alternative Ende oder das wahrscheinlich als richtig erachtete Ende
auch noch freigeschaltet und ich fand es wesentlich angenehmer als das andere. Also klar, das andere hatte auch irgendwas Rustikales. Nee, ist das falsche Wort. Aber es gehört sich halt als Held eigentlich zu sterben. Vor allem für eine gerechte Sache. Aber so fand ich es auch ganz gut. Also dann, ich hoffe, ihr habt das zweite Ende genauso genossen wie ich und wir sehen uns in meinem nächsten Projekt. Bye, bye.